Ja, dann fangen wir mal an. Und zwar sind wir momentan beim Thema Renormierungsgruppe, Renormierungsgruppengleichung und laufende Kopplungen. Das ist, wie gesagt, ein sehr wichtiges Thema für die Anwendung der Quantenfeldtheorie, sowohl in der Elementarteilchentheorie als auch in der Theorie der kondensierten Materie. Überall ist die Renormierungsgruppe ein sehr wichtiges Werkzeug, um zu verstehen, was die Vorhersagen von Quantenfeldtheorien sind. Und dabei geht es insbesondere darum, die Vorhersagen bei verschiedenen Energieskalen miteinander zu korrelieren. Beispielsweise, man weiß etwas über die Theorie bei niedrigen Energien und kann dann über die Renormierungsgruppe das Verhalten bei sehr hohen Energien herleiten oder auch teilweise umgekehrt. Meistens geht es aber darum, das Verhalten bei hohen Energien zu verstehen. Und wir hatten uns dafür zunächst mal nochmal ganz allgemein überlegt, die Relation zwischen verschiedenen Renormierungsschemata, wie zum Beispiel MS-Bar und On-Shell-Renormierungsschema. Da wussten wir ja schon, dass Renormierungsschemata äquivalent zueinander sind, aber man muss umrechnen und hat nicht triviale Umrechnungsterme zwischen den renormierten Kopplungen im einen Schema und im anderen Schema. Aber wenn wir uns jetzt auf MS-Bar beschränken, diese minimale Subtraktion, dann haben wir immer noch eine Klasse von unendlich vielen Renormierungsschemata, die sich unterscheiden durch die Wahl von dieser Regularisierungsskala μ. Wir können also μ variieren und haben dann unendlich viele verschiedene Varianten des MS-Bar-Schemas und können wissen, dass die Physik nicht von μ abhängen kann. Aber wenn wir diese μ-Unabhängigkeit technisch formulieren, dann heißt das eben das, dass die Physik gleich bleibt bei einer Änderung von μ, wenn wir simultan die Parameter der Theorie, also zum Beispiel die Kopplungskonstante g, ebenfalls ändern. Und dann ergeben sich eben solche Trajektorien in dem Diagramm g als Funktion von μ. Und entlang solcher Trajektorien bleibt die Physik eben gleich. Observablen bleiben gleich oder auch Green'sche Funktionen bleiben gleich. Oder ändern sich höchstens durch ihre anomale Dimension, die wir auch eingeführt haben. Technisch kann man dann diese Trajektorien beschreiben durch die Beta-Funktion. Die ist eben definiert als die Ableitung dieser μ-abhängigen Kopplung nach ln μ. Und eben so definiert, dass wenn Sie diese Variation der Kopplung benutzen, dann bleibt die Physik gleich. Und wir haben dann technisch hergeleitet, dass diese Beta-Funktion, also die Abhängigkeit der Kopplung von μ, ist korreliert mit der Divergenz in der Störungstheorie. Und dann sieht man eben, dass sich der Kreis so ein bisschen schließt, weil original hatten wir uns vielleicht gewundert, warum die Divergenzen auftreten. Um die dann zu beschreiben, müssen wir eine Regularisierung einführen. Die Regularisierung zwingt uns, so eine zusätzliche unphysikalische Skala μ ins Spiel zu bringen. Und die Abhängigkeit von μ ist jetzt eben wieder durch die Divergenzen korreliert. Und wenn es keine Divergenz gäbe, bräuchten wir kein μ, beziehungsweise die Beta-Funktion wäre 0. Und dann hat man hier triviale Trajektorien und keine μ-Abhängigkeit. So, und jetzt möchten wir das weiter auswerten. Erstens mal habe ich schon mehrfach erwähnt, dass natürlich diese laufenden Kopplungen eine Interpretation haben als Kopplungen, die effektiv die Wechselwirkungsstärke bei Energie μ beschreiben. Aber momentan ist das μ ja noch unphysikalisch. Das heißt, wir wollen heute diese physikalische Energieskala ins Spiel bringen und diese physikalische Interpretation verstehen. Und dann werden wir auch noch einige weitere formale Fortschritte heute machen. Das Erste, was wir dafür tun, ist jetzt diese sogenannte Renormierungsgruppengleichung genau aufzuschreiben. Damit fange ich mal an, indem ich die laufende Kopplung nochmal definiere. Die laufende Kopplung hat die Definition von da drüben, also dg von μ nach dln μ ist gleich die Beta-Funktion und genauso auch dln der laufenden Masse Quadrat von μ abgeleitet nach ln μ ist die sogenannte Gamma-Funktion, Gamma von m². Und wenn wir die Kopplungen und laufenden Parameter allgemein so variieren, dann bleibt die Physik konstant. Und technisch hatten wir gesehen, Physik konstant bedeutet insbesondere, dass diese noch nackteren Größen
G groß B und G groß M groß B, die also dieses μ hoch Epsilon passend absorbiert haben, die sind ebenfalls konstant. Und dann ist auch die Physik konstant. So, das wissen wir. Und jetzt schauen wir nochmal Observablen konkret an. Und das will ich einrahmen hier. Das ist wichtig. Jetzt schauen wir Observablen konkret an. Die Observablen hängen ja tatsächlich nur von diesen noch nackteren Parametern ab, also von der nackten Lagrange-Dichte, und die hängen von nichts anderem ab, insbesondere nicht von der Normierung der Felder, die es ja auch noch gibt. Die hängen nicht von der Feldnormierung ab. Und deswegen bleiben die konstant, wenn wir die Kopplungen und laufenden Parameter alle so ändern. Und das heißt jetzt, wir können mal für so eine allgemeine Observable, oder ich nenne es mal Sigma, wie ein Wirkungsquerschnitt, Sigma wäre jetzt eine Observable, Sigma, kann ich einmal schreiben als Funktion von diesen noch nackteren Größen, G groß B und M groß B. Das ist sozusagen klar. Aber auf der anderen Seite, nach der Renormierung der Theorie, ergibt sich ja die Observable als Funktion der renormierten Größen der Theorie. Das heißt, ich werde die Observable dann auffassen als Funktion der renormierten Kopplung, g von μ, als Funktion der renormierten Masse, m² von μ, und auch von μ explizit, weil dieses μ ja explizit in Endergebnissen auftaucht, wie ln μ taucht ja auf. Also ist in Wahrheit dann letzten Endes unsere Observable so parametrisiert. Aber insgeheim hängt es nur hiervon ab. Und das bedeutet jetzt, wenn wir die Kopplung g von μ und m² von μ so variieren, dann bleibt das gleich und damit bleibt die Observable auch gleich unter Änderung von μ. Und das heißt jetzt eben, dass wir die Gleichung aufschreiben können. 0 ist gleich die totale Ableitung nach ln μ von dieser Observable, die geschrieben ist als Funktion von g von μ, m² von μ und μ explizit. Und das kann man aber äquivalent noch expliziter schreiben, indem ich das, die totale Ableitung jetzt hier in partielle Ableitungen aufteile. Dann bekomme ich nämlich hier drei Ableitungen, die wirken auf dieses Sigma von g, m² und μ. Und dann habe ich also einmal die partielle Ableitung nach ln μ, dann die partielle Ableitung von Sigma nach G mal der inneren Ableitung G abgeleitet nach ln μ. Und das liefert mir die Beta-Funktion mal D nach dg. Das ist also Ableitung nach G mal der inneren Ableitung dg nach d ln μ. Und dann leite ich ab das m Quadrat. Da kriege ich dann Gamma von m Quadrat mal d nach d ln m Quadrat. Und dann weiß ich, dass diese Kombination von drei Ableitungen angewendet auf unseren Wirkungsquerschnitt insgesamt 0 gibt. Und das kann ich auch umgedreht lesen, nämlich ich kann es auflösen nach d nach d ln μ, dann weiß ich eben, die Ableitung nach μ von unserem Wirkungsquerschnitt ist das Negative von diesen Ableitungen nach der Kopplung und der Masse. Das heißt, ich kann eine Änderung von μ kompensieren durch eine passende Änderung der Kopplung und der Masse. Das haben wir hier geleitet. Und das kann ich für jede Observable machen. Und für jede Observable kann ich die Änderung von μ durch eine Änderung von g und m absorbieren, und zwar immer durch dieselbe Änderung. Diese Änderung, die ich machen muss, um die μ-Abhängigkeit zu kompensieren, hängt nicht von der Observable ab, sondern die ist universell. Diese Beta-Funktion und Gamma-Funktion sind universell, sind für alle Observablen gleich. Und das ist die Renormierungsgruppengleichung für Observablen. Die sagt also nichts anderes aus als das, was wir vorher schon wussten, nämlich die Observable hängt nur von den noch nackteren Größen ab und die sind konstant, aber es ist jetzt formuliert als Differentialgleichung. Und ich sage gleich nochmal dazu am Schluss,
warum diese Differentialgleichung vorteilhaft ist, obwohl sie komplizierter aussieht, als einfach zu sagen, das hier ist die Abhängigkeit. Und da steckt, hier steckt die ganze Information drin. Okay? Das ist nur eine andere Formulierung von dieser Tatsache. Aber das hat Vorteile, auch wenn es komplizierter aussieht. Machen wir aber zunächst mal vor den Kommentaren das Gleiche für allgemeine Green-Funktionen. Das waren Observablen. Jetzt kommen allgemeine Green-Funktionen und die sind komplizierter, denn Green-Funktionen hängen nicht nur von diesen Parametern ab, sondern die sind ja Erwartungswerte von Feldoperatoren und kommt es darauf an, wie habe ich den Feldoperator normiert. Die hängen also ab von der Feldnormierung. Also eine zusätzliche Abhängigkeit und die müssen wir jetzt kurz verstehen und die erfüllen dann eine kompliziertere Gleichung. Und da gilt eben, wenn ich jetzt eine Green-Funktion ausrechnen würde von diesen noch nackteren Feldern, in denen wir auch das μ hoch Epsilon absorbiert haben, dann hängen die natürlich genau wie die Observable nur ab von diesen noch nackteren Größen. Sowas genau definiert. Also das hängt ebenfalls nur ab von diesem G groß B und M groß B Quadrat. Das ist klar. Aber was ist jetzt mit einer echten Green-Funktion von den wirklichen Feldern, die wir eigentlich betrachten wollen? Also sagen wir, so eine Endpunkt-Funktion wäre also so ein Erwartungswert von zeitgeordnetem Produkt von lauter renormierten Feldern. Phi. Und das hängt eben mit so einer noch nackteren Green-Funktion zusammen über die Feldrenormierung. Und dann dieses Phi hängt mit dem Groß Phi B zusammen über den Faktor Wurzel Z Groß B, den wir eingeführt hatten. Das ist eine dimensionsbehaftete Größe, die hat auch dieses μ hoch Epsilon absorbiert gehabt. μ ZB von μ für jedes Feld hoch minus N, also mal dem entsprechenden Erwartungswert mit den noch nackteren Feldern. Und das kann ich praktischerweise schreiben als dasselbe wie e hoch minus n mal ln von diesem Wurzel zb. Dann kann ich es nachher leichter ableiten. So, und jetzt weiß ich eben, dieses hier ist invariant. Und die Green-Funktion, die ich eigentlich will, die ist deswegen nicht invariant, aber die Abhängigkeit von μ, die kommt einzig und allein aus dem Vorfaktor z groß b von μ. Also so eine triviale Abhängigkeit, die nur in der Gesamtnormierung drinsteckt. So, und damit kann ich das mal aufschreiben, analog zu hier. Das heißt, wenn ich jetzt die gesamte totale Ableitung nach ln μ von dieser Green-Funktion betrachte, dann bei der Observable war es 0, denn die hing nur ab von diesen konstanten Parametern und die Green-Funktion ist jetzt nicht konstant, aber deren Abhängigkeit kommt einzig und allein aus dem Z. Das heißt, ich kriege, wenn ich das ableite, muss ich diesen Ausdruck hier betrachten und den nach ln μ ableiten. Und dann kriege ich hier von dem nackten Anteil kriege ich nichts, das ist unabhängig von μ. Und das ist die μ-Abhängigkeit und dann kriege ich halt was von dieser Ableitung nach ln μ. Wenn ich das nach ln μ ableite, dann kriege ich halt, das reproduziert sich, kriege dann nur die innere Ableitung minus n mal die Ableitung von ln Wurzel z nach ln μ. Und diese innere Ableitung war nichts anderes als die Definition der anormalen Dimension des Feldes Gamma. Also kriege ich hier minus n mal Gamma mal der original Green'schen Funktion. So, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich das genauso in partielle Ableitungen überführen, wie hier links. Das heißt, das ist ebenfalls d nach d ln μ partiell plus Beta mal d nach dg plus Gamma m Quadrat mal d nach d ln m Quadrat von der Green-Funktion. Das ist auch klar, weil nachdem ich es ausgerechnet habe, hängt die Green-Funktion halt explizit ab von μ, von g und von m². Also ist die totale Ableitung nach ln μ auch gleich dem. So, und jetzt habe ich halt zwei Aussagen, nämlich einmal ist es gleich dem hier und einmal ist es gleich dem. Und dann kann ich es auf eine Seite bringen und kriege die analoge Renormierungsgruppengleichung, die einfach einen Term mehr hat, nämlich dieses Gamma.
Also bekomme ich die Green-Funktion erfüllen. 0 ist gleich partiell d nach d ln μ plus Beta mal d nach dg plus Gamma m Quadrat mal d nach d ln m Quadrat. Und jetzt bringe ich das auf die andere Seite. Plus n mal Gamma mal oder angewandt auf die gesamte Green-Funktion. So, und da sehen Sie eben die zwei Renormierungsgruppengleichungen genau nebeneinander. Die sind also analog und beide sagen Ihnen, wie hängt eine Größe ab von μ, was ist also die partielle Ableitung explizit nach ln μ. Und die Antwort ist, diese Ableitung ist gegeben, da äquivalent zur Ableitung nach Kopplung und Masse und eventuell noch mit einer Umnormierung der Felder in der Green-Funktion. Und dieser Term fällt halt bei Observablen weg, aber bei Green-Funktionen taucht er auf, der entspricht dieser Umnormierung der Felder, die abhängig ist von μ. Also eine Änderung von μ kann ich kompensieren durch Änderung der Parameter der Theorie und die Änderung der Parameter ist universell für alle Größen gleich. Und damit ist eben dieses μ jetzt erwiesenermaßen keine physikalische Größe, sondern es kann immer Änderung von μ kompensiert werden durch Änderung von anderen Größen. Das heißt, die Theorie hängt nicht ab von drei Parametern einzeln, μ, g, m², sondern sie hängt ab nur von zwei Kombinationen dieser drei Parameter. Also um das aufzuschreiben, die Bedeutung ist natürlich, dass eine μ-Änderung kompensiert werden kann durch Änderung von g, m² und der Feldnormierung. Und diese Änderung hier ist universell. Wenn ich einmal herausgefunden habe, wie die Änderung ist für eine Observable, dann gilt das für alle Observablen und alle Green-Funktionen. Was ist jetzt die Wichtigkeit von diesen eingerahmten drei Gleichungen im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesagt haben? Im Gegensatz zum Beispiel dazu einfach zu sagen, die nackten Kopplungen bleiben konstant und die Physik hängt nur von den nackten Größen ab. Was ist der Vorteil von diesen drei eingerahmten Gleichungen? Sieht jemand einen Vorteil? Wenn Sie die drei Gleichungen vergleichen mit dieser Aussage hier oder dieser Aussage. Oder sieht jemand einen Nachteil? Was für drei Gleichungen? Die eingerahmten drei Gleichungen. Die eingerahmten drei Gleichungen sind jetzt das neue Ergebnis. Also das obere ist von letztem Mal, aber die unteren zwei Gleichungen sind jetzt das neue Ergebnis von heute. Was ist der Vorteil davon gegenüber dem, dass ich einfach das hier sage? Denn die Gleichungen drücken das Gleiche aus. Also, ja. Das, ja, genau, aber es ist kein Pavlovscher Reflex, dass die Physiker immer Differentialgleichungen gut finden und einfache Gleichungen schlecht, sondern der Vorteil dieser Differentialgleichungen ist der, dass hier keine divergenten Größen mehr auftauchen. Wir haben komplett alles Divergente rausgeschmissen aus den drei eingerahmten Gleichungen. Diese drei Gleichungen sind komplett endlich. Jede einzelne Größe, die hier auftaucht, jeder Summand, jede Ableitung, jede Größe ist komplett endlich im Limes Epsilon gegen Null. Das heißt, die Gleichungen hier sind vollkommen renormiert und die gelten also auch, nachdem ich komplett vergessen habe, wie ich in Zwischenschritten der Rechnung regularisieren und renormieren musste. Die gelten einfach für die Endergebnisse, die komplett endlich sind, die Sie in Bücher schreiben können, die nichts mehr wissen müssen über die Details der hässlichen Rechnung mit Divergenzen und Regularisierung. Dagegen, das hier ist eine Gleichung, die SIT nutzt, dass wir hier nackte 1 durch Epsilon abhängige Größen haben. Und das hier hat eben die 1 durch Epsilon Abhängigkeit komplett rausgeworfen.
Das heißt, deswegen sind die wichtig, weil die eben für die Endergebnisse der Theorie gelten. Die Endergebnisse sind ja endlich, müssen endlich sein und sind es auch. Das heißt, der Vorteil dieser Gleichungen ist, all diese eingerahmten Gleichungen sind komplett endlich. Für Epsilon gegen 0 gelten also für die renormierte Theorie und für die renormierten Endergebnisse. Nachdem man den Limes Epsilon gegen 0 gezogen hat. Ja. Die das Ergebnis komplett zu bestimmen. Vielleicht steckt das genau da an? Nö. Hier steckt keine Divergenz mehr drin, auch nicht in den Randbedingungen. Die Randbedingungen wären einfach das, zum Beispiel, dass Sie eben vorgeben, gemessen haben zum Beispiel irgendeinen Wert einer Kopplung bei einem bestimmten μ. Also das μ taucht ja explizit auf in den Endergebnissen. Das fällt nicht weg. Die Divergenz fällt weg, aber was verbleibt, ist so eine explizite Abhängigkeit von ln μ. Das ln μ schwirrt in Endergebnissen herum. Und das ist so. Und dann können Sie jetzt das μ mal fixieren auf einen vernünftigen Wert, zum Beispiel einen TEV. Und dann machen Sie eine Messung und bestimmen Ihr g von μ bei dem Wert 1 TEV. Und dann können Sie die Gleichungen anwenden. Dann haben Sie endliche Randbedingungen und wirklich alles ist endlich inklusive der Randbedingungen. Und wenn Sie es integrieren, dann landen Sie meinetwegen hier bei einem anderen Wert für g, bei einer anderen Skala und oder das ist natürlich nur für die Kopplung, entsprechendes können Sie machen für die Observablen, können dann die Observablen bestimmen bei einer anderen Skala. Da ist alles endlich. Das ist die Wichtigkeit von dieser Renormierungsgruppengleichung. Das zeigt natürlich auch nochmal rückwärts, dass wir haben es schon angenommen, aber das würde hieraus auch folgen, dass die Beta-Funktion und Gamma-Funktion selber auch endlich sind im Limes Epsilon gegen 0. Weil hier haben wir jetzt eine Gleichung, die definitiv erfüllt ist und alles ist endlich. Und wenn jetzt das eine Divergenz hätte, wäre das ein Widerspruch. Also die können keine Divergenzen haben. Okay, das sind also die Renormierungsgruppengleichungen und damit haben wir die wesentlichen Gleichungen mal bestimmt. Und jetzt geht es darum, was uns diese Renormierungsgruppentheorie nützt. So, das ist jetzt Kapitel 6.2, die Benutzung der Renormierungsgruppe. Und da fangen wir an mit einer ganz einfachen Überlegung, die uns zu dieser Idee der effektiven energieabhängigen Kopplungen führt. Und danach können wir das nochmal stärker formalisieren. So, also die Idee, hatte ich ja schon mehrfach genannt, ist, dass dieses G von μ nicht nur die Abhängigkeit von einem unphysikalischen μ illustriert, sondern die Abhängigkeit von einer echten physikalischen Energieskala. Und wenn wir diese Trajektorie hier sehen würden, dann würde das eben bedeuten, die Wechselwirkung wird schwächer, wenn die physikalische Energie groß wird. So, schauen wir uns das also an. Dafür müssen wir jetzt also mal eine physikalische Observable betrachten und realisieren, dass diese physikalischen Observablen eben abhängen, insbesondere auch von physikalischen Energien und Impulsen. Das haben wir bis jetzt noch ignoriert. Also die physikalischen Größen hängen ab von physikalischen Teilchenenergien oder Teilchenimpulsen. Das heißt, wenn wir hier so eine Streuung betrachten, zwei Teilchen gehen rein, zwei Teilchen gehen raus, dann ist diese Streuung charakterisiert durch die Viererimpulse
aller vier beteiligten Teilchen. Oder bei so einer 2x2-Streuung wäre es charakterisiert durch die Mandelstammvariablen STU. Also sagen wir Sigma von STU, könnte man dann also so einen Streuquerschnitt bestimmen, der abhängt von diesen Mandelstammvariablen oder Impulsen. So, und dann ist eben die Frage, und die ist eine physikalische Frage, wie hängt jetzt so ein Streuquerschnitt ab von diesen physikalischen Energien? Das ist eine gute Frage. Und das ist eine andere Frage, als zu fragen, wie es abhängt von dem unphysikalischen μ, logischerweise. Aber das wollen wir jetzt mal zusammenbringen. So, das heißt, verallgemeinern wir das. Allgemein hätten wir dann also eine observable Sigma, die hängt ab von physikalischen Impulsen, Pi. Und dann kommt die Abhängigkeit, die wir bisher hatten, G von μ und μ. Aber wir vernachlässigen mal die Masse. Also zum Beispiel, diese ganzen Pi betraglich sind viel größer als m Quadrat oder die Masse sei wirklich exakt 0. Dann vernachlässigen wir das und dann wird die Diskussion etwas einfacher. Aber im Prinzip könnte man die Masse auch mitnehmen. Aber das nehmen wir jetzt mal und dann schauen wir mal an, was in der Störungstheorie passiert, wenn wir so eine Observable ausrechnen. Wenn wir das also konkret ausrechnen, dann kriegen wir erstmal ein Tree-Level-Ergebnis, also Null-Loop-Ordnung wäre das Tree-Level-Ergebnis, gegeben durch solche Feynman-Diagramme. Dann Feynman-Diagramm berechnet oder Betragsquadrat davon oder wie auch immer. Dann ergibt sich ein Ergebnis Sigma 0 für Null-Schleifen-Ordnung. Und was ist jetzt die mathematische Gestalt dieses Null-Schleifen-Ergebnisses? Die mathematische Gestalt ist so, dass dieses Nullschleifenergebnis nicht explizit von μ abhängen kann. Denn das explizite μ, dieses ln μ, kommt ja nur aus den Integralen in dimensionaler Regularisierung. Das heißt, solange wir nur solche Tree-Level-Diagramme berechnen und kein Loop-Integral haben, kann das μ nicht explizit auftauchen, sondern es kann die renormierte Kopplung auftauchen in unserem Renormierungsschema. Aber das μ, das taucht also nicht auf, kann nicht auftauchen. Also nicht explizit μ abhängig. So. Was sagt uns jetzt die Renormierungsgruppengleichung? Die sagt uns ja, dass wir die μ-Abhängigkeit kompensieren können durch sowas hier. Das heißt, d nach d ln μ von Sigma ist gleich minus diese anderen Ableitungen. Wenn das jetzt nicht explizit von μ abhängt, heißt das d nach d ln μ von diesem Sigma Tree-Level ist gleich 0. Das ist ein Widerspruch. Weil dann dürfte es ja auch nicht von der Kopplung und von der Masse abhängen, aber es hängt definitiv von der Kopplung ab. Und auch von der Masse, wenn es eine geben würde. Also ist ein Widerspruch. Das heißt, die Renormierungsgruppengleichung ist nicht erfüllt für dieses Tree-Level-Ergebnis alleine. Schauen wir uns einen Loop an. Da kriegen wir jetzt ein Einloop-Ergebnis. Das ergibt sich dann halt durch die Berechnung von allen Einloop-Korrekturen dazu. Und so ganz grob hat das diese Gestalt, dass im Wesentlichen gibt es Anteile, die proportional sind zu dem Tree-Level-Ergebnis und dann gibt es halt so Loop-Korrekturen. Und dann die Loop-Korrektur ist dann G zu irgendeiner Potenz K und da ist jetzt zum Beispiel K ist gleich 1 in der 4 hoch 4 Theorie. Also in der 4 hoch 4 Theorie liefert jede zusätzliche Loop-Ordnung eine zusätzliche Potenz der Kopplung. Eine 4 hoch 4 Loop-Korrektur würde ja so aussehen, gibt eine zusätzliche Kopplung. Aber in der QED zum Beispiel oder in der QCD, da würde also jede
Loop-Korrektur zwei zusätzliche Kopplungen liefern, weil die Loops dann so aussehen. Dann liefert jeder Loop zwei zusätzliche Kopplungen. Aber wie dem auch sei, das heißt, wir kriegen dann einen zusätzlichen Faktor, Kopplung zu einer Potenz. Und was kriegen wir dann noch? Dann kriegen wir eben die typischen Ergebnisse der Loops von B0 und A0-Funktionen. Und was da auftaucht, ist auf jeden Fall mal ein Logarithmus. Logarithmus von Impulsen, Pi, Pj, geteilt durch unser berühmtes μ². Das wird auftauchen, denn die Loops enthalten ln μ². Und das ln μ² muss dann kompensiert werden durch physikalische massebehaftete Größen der Theorie. Also muss sowas hier auftauchen. Plus weitere Terme ohne Logarithmen und ohne μ. Das heißt, das ist die typische Struktur. Und jetzt ist es eben so, dass ich gerade gesagt habe, der Tree-Level-Ausdruck alleine erfüllt nicht die Renormierungsgruppengleichung, aber die Summe von beiden hat eben die Chance, die Renormierungsgruppengleichung zu erfüllen, weil wenn Sie jetzt anschauen, dann bedeutet das Beta mal D nach DG, das könnte auf den Tree-Level-Wirkungsquerschnitt wirken, dann kriegen Sie die Ableitung von Sigma nach der Kopplung, das gibt ungleich 0, multipliziert mit der Beta-Funktion. Die Beta-Funktion ist von Einloop-Ordnung, denn die ist ja die Divergenz von der Renormierungskonstante auf Einloop-Niveau. Das heißt, die Beta-Funktion hier selber ist eine Größe, die von Einloop-Ordnung ist. Dann kriegen Sie also Null-Loop abgeleitet nach G, multipliziert mit der Einloop-Beta-Funktion, ist insgesamt ein Einloop-Term. Und das summiert mit dem D nach DLNμ von dem Einloop-Wirkungsquerschnitt. Das hat die Chance, Null zu sein. Das heißt, die Renormierungsgruppengleichung korreliert unterschiedliche Ordnungen in der Störungstheorie, weil diese Koeffizienten hier nicht von niedrigster Ordnung sind, sondern weil die explizit eine Einloop-Ordnung haben. Das heißt, diese Sigma 0, Sigma 1 erfüllen nicht einzeln die Renormierungsgruppengleichung, sondern nur die Summe. Und die Summe auch nicht exakt, sondern auch nur bis wiederum auf Terme höherer Ordnung. Wenn wir bis zu Einloop rechnen, dann ist die Renormierungsgruppengleichung eben störungstheoretisch in Einschleifenordnung erfüllt, aber in Zweischleifenordnung bleiben hier Terme übrig, bis auf höhere Ordnungen. Das heißt, wenn Sie bis zu Einschleifenordnung rechnen, wird die Renormierungsgruppengleichung bis zu Einschleifenordnung erfüllt sein, aber die Renormierungsgruppengleichung enthält auch Zweischleifenterme, zum Beispiel von Beta Einloop mal der Ableitung von Sigma Einloop ist insgesamt Zweiloop. Und dieser Zweiloop-Term, der wird nicht unbedingt wegfallen. So, das heißt, die Renormierungsgruppe korreliert unterschiedliche Ordnungen der Störungstheorie. Und das ist der Grund dafür, dass wir die Renormierungsgruppentheorie nutzen können, um die Störungstheorie zu optimieren. So, und dann gucken wir jetzt mal an, wie wollen wir denn die Störungstheorie optimieren? Im Allgemeinen kriegen wir eben große Korrekturen aus diesen höheren Ordnungen, wenn diese Logarithmen groß sind. Große Korrektur, falls dieses ln oder pi pj geteilt durch μ² sehr groß. Okay. Und umgekehrt, im Allgemeinen kriegen wir eine kleine Korrektur, falls dieses ln oder falls dieses pi pj geteilt durch μ² von der Ordnung 1 ist. Dann ist der Logarithmus eben ungefähr 0, also jedenfalls sehr klein.
Das ist die Idee. Das heißt, wenn unser μ so groß gewählt ist wie die physikalischen Energieskalen unseres Prozesses, dann sind die Loop-Korrekturen klein und die Tree-Level-Näherung ist schon eine gute Näherung. Wenn diese Energieskalen aber sehr verschieden sind, dann ist die Störungstheorie sehr schlecht konvergent und Tree-Level ist eben eine sehr schlechte Näherung an die, das volle Ergebnis. Und das können wir jetzt ausnutzen. Das heißt, wir können jetzt so eine große Korrektur absorbieren durch die Renormierungsgruppe. Und zwar nehmen wir einfach mal an, dass wir zunächst mal so rechnen, dass wir noch nichts optimiert haben. Das heißt, zunächst sei jetzt mal dieses ln pi pj durch irgendeinen Anfangs-μ0-Quadrat, das sei sehr groß. So, was machen wir dann? Dann wissen wir also, oh je, unsere Störungstheorie konvergiert sehr schlecht, die Tree-Level-Approximation ist miserabel und wir bräuchten unendlich viele höhere Ordnungen, um verlässliches Ergebnis zu bekommen. Also ist dann unsere Idee, wir machen eine μ-Änderung von μ0 zu einem neuen μ1, was so gewählt ist, dass dieses pi pj durch μ1² ungefähr gleich 1 ist. Das heißt, dieses μ1 ist jetzt ungefähr gleich der Energieskala des Prozesses, der uns interessiert. Und dann gilt eben folgende Gleichung, Sigma von pi und dann g von μ0 und μ0 ist gleich nach der Renormierungsgruppengleichung, ist das dasselbe wie Sigma an dem geänderten μ, pi von g von μ1 und explizit μ1, das gleich. Das heißt, hier haben wir jetzt eine schlecht konvergente Störungstheorie, hier mit dem geänderten μ1 haben wir eine gut konvergente Störungstheorie, wir haben einfach μ und g von μ passend geändert, sodass die Physik gleich bleibt. Aber jetzt, weil die Störungstheorie gut konvergiert, können wir das approximieren durch die niedrigste Ordnung. Das Sigma ist jetzt gleich ungefähr der niedrigsten Ordnung, also Tree-Level-Approximation, pi von g von μ1. Und das hing ja nicht mehr explizit von dem μ1 ab, sondern nur von der Kopplung. Das heißt, das hier entspricht eben einfach so einem trivialen Feynman-Diagramm von dieser Art. Wobei hier jetzt die Kopplung g von μ1 eingesetzt werden muss in diese Feynman-Regeln an den Vertices. So, das heißt, wir kriegen die Gleichung. Unser Prozess, den wir exakt berechnen wollten, der ist gut approximiert durch die niedrigste Ordnung, also durch solche Feynman-Diagramme, wenn wir hier in die Kopplungen das g von μ1 einsetzen, wobei μ1 passend gewählt ist für die Energieskala des Prozesses. Und damit sehen wir eben, dass dieses g von μ1 eine effektive Kopplung ist, bei der solche Tree-Level-Diagramme ausreichen, um den Prozess zu beschreiben. Also können wir sagen, das g von μ ist eine effektive Kopplung oder Wechselwirkungsstärke für Prozesse, die bei dieser Energie stattfinden, an der Energieskala μ. Und dann ist eben Sigma 0 eine gute Näherung. Und hier sehen Sie jetzt die Verbindung zwischen der unphysikalischen Skala μ und der physikalischen Energieskala des Prozesses. Die Verbindung kommt dadurch zustande, dass Sie in höheren Ordnungen immer diese Logarithmen haben zwischen den beiden Skalen. Und wenn wir die klein machen wollen, dann wird eben μ auf die Energieskala gesetzt.
Das ist also die Antwort auf die Frage, warum die Renormierungsgruppengleichung uns physikalische Information gibt. Gibt uns also physikalische Information über das Energieverhalten von diesen Prozessen. Jetzt müssen Sie einfach nur anschauen, die Trajektorie G von μ, steigt die an oder fällt die ab? Und dann wissen Sie, dass dieses Feynman-Diagramm mit diesen energieabhängigen Kopplungen gemäß der Trajektorien gibt Ihnen das echte Hochenergieverhalten von dem Prozess. Das ist schön. Aber Randbemerkung, das heißt natürlich nicht, dass Sie jetzt die Loop-Korrekturen komplett vergessen können. Das stimmt ja nur ungefähr. Und es ist häufig trotzdem interessant, auch noch besser zu rechnen als in Tree-Level-Ordnung. Natürlich können Sie das machen. Sie können hier trotzdem noch höhere Ordnungen dazu berücksichtigen und dann wird die Rechnung halt noch genauer. Aber grundsätzlich haben wir hierdurch verstanden, warum man diesen Begriff effektive Kopplungen eben hat. Jetzt möchte ich das Gleiche nochmal wesentlich genauer und allgemeiner und mathematischer formulieren. Hier haben wir jetzt uns dieses Argument überlegt mit der niedrigsten Ordnung. Und was jetzt kommt, ist quasi die Verallgemeinerung zu höheren Ordnungen. Und wir werden eben jetzt sehen, dass mathematisch wir genau eine Vorhersage bekommen, welche Logarithmen in welcher Ordnung der Störungstheorie tatsächlich ganz genau auftauchen. Wir haben ja Beispiele gerechnet, bisher Einloop-Beispiele. Und die Einloop-Beispiele hatten diese Struktur. Es gab eine Potenz vom Logarithmus und nicht-logarithmische Terme. Das war's. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, was in beliebigen höheren Ordnungen passiert. Nämlich da kriegen wir viele Potenzen von solchen Logarithmen mit unterschiedlichen Exponenten, unterschiedlichen Koeffizienten und die hängen alle miteinander zusammen und diese Koeffizienten von all diesen Logarithmen lassen sich alle aus der Renormierungsgruppe gewinnen. Und dann haben Sie die Erkenntnis, dass alle solche Logarithmen von μ² durch die Renormierungsgruppe vorhergesagt werden können. Und das ist ein sehr wichtiges Ergebnis, was wir dann herleiten werden. Aber fangen wir erstmal an. Also Logarithmen in allen Ordnungen. Jetzt machen wir es mal konkret. Betrachten wir konkret die Phi hoch 4 Theorie. Und wieder m Quadrat vernachlässigt, wie gerade eben auch. Und in dieser 4 hoch 4 Theorie haben wir jetzt das Wissen, dass die Beta-Funktion gegeben ist, so dass in jeder Loop-Ordnung gibt es genau eine Potenz der Kopplung. Das ist das Einzige, was wir jetzt nützen über die 4 hoch 4 Theorie. Das heißt, die Beta-Funktion ist eine Summe über alle Loop-Ordnungen L größer gleich 1 mit irgendeinem Koeffizient Beta L mal G hoch L und nochmal mal G vorne dran. Das heißt, die Beta-Funktion ist 0 in Tree-Level. Auf 1 Loop habe ich g², auf 2 Loop habe ich g hoch 3, auf 3 Loop habe ich g hoch 4 und so weiter. Und jeweils mit irgendeinem Koeffizient. Und dieser Koeffizient ist eine reine Zahl, 1 durch 12 Pi² oder so. Das ist die Beta-Funktion. Und genauso die Gamma-Funktion, die anormale Dimension für Green-Funktionen, ist eine Summe über L größer gleich 1 mit Gamma L mal G hoch L. Das heißt, die Gamma-Funktion hat auf 1 Loop einfach G, auf 2 Loop G Quadrat, auf 3 Loop G hoch 3 und so weiter mit irgendwelchen Koeffizienten und die sind wieder eine reine Zahl. Das wissen wir. Und das ist das Einzige, was ich über 4 hoch 4 nutze. In der QED hätten wir halt hier G hoch 2 L. Das ist der einzige Unterschied. So, okay. Und dann schauen wir uns an eine N-Punkt-Green-Funktion. Gn, die hängt ab von der Kopplung und μ, die Masse haben wir ja vernachlässigt und die können wir auch schreiben, sagen wir mal g hoch groß n, in Tree-Level-Ordnung hättet ihr also irgendeine Potenz der Kopplung, welche Potenz wissen wir nicht, das hängt von der Green-Funktion ab, eine 4-Punkt-Funktion hätte g hoch 1, eine 6-Punkt-Funktion
hätte vielleicht g hoch 2 und so weiter. Spielt keine Rolle. Also irgendeine Potenz der Kopplung gibt es immer. Und dann haben wir eine Loop-Entwicklung, Summe über L gleich 0 bis unendlich. Und dann haben wir jeweils einen Koeffizient TL, der hängt ab von μ mal der Kopplung g hoch L. Das heißt, für die Green-Funktion wissen wir, wenn wir es störungstheoretisch ausrechnen, kriegen wir eine Loop-Entwicklung. Jeder Loop gibt eine zusätzliche Potenz der Kopplung. Der Koeffizient ist eine reine Zahl und enthält auch ln μ oder μ allgemein. Das wissen wir. Okay. Also das ist der allgemeinstmögliche Ansatz, der störungstheoretisch denkbar ist. Und dann wissen wir zusätzlich noch, wie gerade gesagt, dass T0 ist sogar μ unabhängig. Also auf Tree-Level habe ich kein μ, aber alle anderen sind halt μ-abhängig und das wäre hier der L-Loop-Koeffizient. So, das ist unser Ausgangspunkt. Und jetzt wollen wir die Renormierungsgruppengleichung eine Spur genauer analysieren, als wir es gerade hier gemacht haben, wo wir alles vernachlässigt hatten, außer Tree-Level. Aber im Prinzip ist es dieselbe Idee. Lediglich genauer. Ich schreibe mal die Behauptung hin. Die Behauptung, die wir jetzt beweisen wollen, ist folgendes. Die Behauptung ist, dass wir wissen, wie die μ-Abhängigkeit in jeder Loop-Ordnung ist. Nämlich in jeder Loop-Ordnung kann nur ln μ auftauchen, und zwar als Polynom. Und der Grad des Polynoms ist genau die Loop-Ordnung. Also TL ist gleich ein Polynom in ln μ vom Grade groß L, also vom Grad der Loop-Ordnung. Das heißt, dieses TL kann ich schreiben als eine Summe über m gleich 0 bis L, TL, m mal ln μ hoch m. Dann habe ich das jetzt zerlegt. TL von μ kann ich so schreiben. Als Polynom vom Grade groß L. Und dann habe ich jetzt hier eben neue Koeffizienten TL, m. Und das sind jetzt alles reine Zahlen. Oder die können abhängen von Impulsen und so, der physikalischen Größen, aber nicht mehr von Theorieparametern. Also diese hier hängen nicht von g oder von μ ab. Aber die könnten abhängen von diesen physikalischen Energien und Impulsen. Okay? Das ist die Behauptung. Und die können wir beweisen mit Hilfe der Renormierungsgruppe. Und dann wird sich im Verlauf des Beweises sogar herausstellen, dass wir nicht nur wissen, dass es ein Polynom ist, sondern wir können auch die Koeffizienten ausrechnen. Okay, beweisen wir es mal hier. So, wie können wir das beweisen? Natürlich mit vollständiger Induktion über die Loop-Ordnungen. Das heißt, wir fangen mal an und schauen uns die niedrigste Ordnung an, L gleich 0. L gleich 0 bedeutet einfach Tree-Level. Tree-Level heißt, die Behauptung ist, das Ding ist ein Polynom vom Grad 0. Das heißt, es hängt nicht von ln μ ab. Und das stimmt. Also ist das Ding in Tree-Level-Ordnung erfüllt. Es ist also richtig für T0, denn das ist eine Konstante als Funktion von μ. Also nehmen wir jetzt an, die Behauptung ist richtig für alle Loop-Ordnungen 0 bis hin zu L minus 1. Und dann schauen wir uns die L-Loop-Ordnung an.
Und da nutzen wir eben die Renormierungsgruppengleichung. Renormierungsgruppengleichung, die sagt uns eben, 0 ist gleich, wenn wir es mal explizit aufschreiben, d nach d ln μ plus Beta mal d nach dg minus, vielmehr plus n mal Gamma angewendet auf die Green-Funktion. Und die Green-Funktion ist g hoch n mal dieser Summe über L von TL von μ mal g hoch L. Und hier habe ich jetzt in diesem Differentialoperator diese anormale Dimension der Masse, Gamma m Quadrat, habe ich weggelassen, weil wir die Masse ja vernachlässigen. Also haben wir nur diese drei Terme, ln μ, Kopplung und die anormale Dimension der Feldnormierung. Und hier habe ich die Green-Funktion direkt eingesetzt mit dieser Angabe, explizit irgendwelche Potenzen der Kopplungen, die auf Tree-Level schon da sind und dann für jede weitere Loop-Ordnung eine weitere Potenz der Kopplung mit einem unbekannten Koeffizient. Und jetzt erstreckt sich diese Summe hier über alle Loop-Ordnungen und wir wissen, für alle Summanden hier bis zu L-1 ist das tatsächlich ein Polynom vom Grad L-1 in ln μ. Und jetzt ist die Frage, was folgt dann daraus für den Index L, also für die L-Loop-Ordnung. Und das kriegen wir aus der Renormierungsgruppengleichung. Dafür müssen wir eben konkret die L-Loop-Ordnung hier aus der Gleichung mal raus extrahieren. Das entspricht der Ordnung g hoch n plus L. Das ist dann die L-Loop-Ordnung unserer Green'schen Funktion. Wenn wir also die Gleichung nur auswerten und alles wegwerfen, außer den Termen, die diese Potenz in der Kopplung enthalten, kriegen wir eine spezielle Information. Dann kriegen wir also 0 ist gleich. Und was trägt dann hier bei? Vom ersten Summand, d nach d ln μ, das ist selber ein Tree-Level-Ausdruck, enthält keine Kopplung. Und dann brauchen wir eben das ln μ anwenden auf den Term von g hoch n plus L hier in dieser rechten Seite. Und das wäre dann einfach d von t L von μ abgeleitet nach ln μ, explizit abgeleitet, multipliziert mit g hoch n plus L. Das ist der erste Summand. So, das heißt, da sehen wir schon, wir kriegen dann als einen Bestandteil die Ableitung nach ln μ von unserer gesuchten Größe, von der wir wissen wollen, ob sie ein Polynom in ln μ ist. So, das ist der erste Term. Und dann die anderen zwei Terme plus Beta mal d nach dg plus n mal Gamma. Das wirkt jetzt auf diese Green'sche Funktion g hoch n. Und dieser Ausdruck hier, was wissen wir über den? Nicht mal farbig. Was wissen wir über diesen Ausdruck? Dieser Ausdruck ist selber eine Potenzreihe in der Kopplung g. Und bei welcher Potenz fängt er an? Die Beta-Funktion fängt an bei g Quadrat, die Gamma-Funktion fängt an bei g. Das heißt, hier steht noch d nach dg. Insgesamt fangen beide Terme immer an bei mindestens einer Potenz g hoch 1. Aber die enthalten auch Terme g hoch 2, g hoch 3 und so weiter. Aber g hoch 0 gibt es nicht. Das heißt, welche Summanden hier aus unserer Green-Funktion müssen wir hier mitnehmen, damit wir insgesamt einen Term von dieser Ordnung bekommen? Da brauchen wir natürlich von der Green-Funktion nur Terme mit Maximalordnung g hoch L minus 1 plus n. Also mindestens proportional zu g hoch 1 und daraus folgt nur nötig bis Ordnung g hoch n plus l minus 1. Das heißt, hier in dieser Summe, dann müssen wir nur Terme mitnehmen mit l' kleiner gleich l minus 1 und dann haben wir hier tl' mal g hoch L Strich. Und dann haben wir hier jetzt immer noch zu viele Terme. Wir haben jetzt hier Terme mit der richtigen Ordnung, aber wir haben auch durch Produkte Terme hier, Terme von der falschen Ordnung. Also hiervon müsste man jetzt dann immer noch
nur die Terme mit der Ordnung g hoch n plus l heraus extrahieren. Wichtig ist aber, dass wir alle Terme der gewünschten Ordnung kriegen, indem wir hier in der Summe nur Terme mitnehmen mit kleiner gleich l minus 1, also von niedrigerer Loopordnung. Das heißt, wenn wir es jetzt rauszoomen, hier steht unsere gewünschte Größe, die ein Polynom sein soll, und die Gleichung liefert uns die Ableitung davon nach ln μ. Und hier stehen lauter bekannte Größen, nämlich das hier ist ja alles bekannt, l' kleiner gleich l minus 1, und dafür war die Induktionsannahme ja, dass die Behauptung stimmt, das heißt, es sind alles Polynome in ln μ, und zwar vom Grad maximal l minus 1. Und damit sind wir fertig. Daraus folgt also dTl von μ, abgeleitet nach ln μ, ist gleich ein Polynom, nämlich eine Summe von solchen Polynomen, also ein Polynom in ln μ vom Grade l minus 1. Ja, und dann ist die Funktion selber natürlich ein Polynom vom Grad l maximal. Das ist schon der Beweis. Das heißt, die Renormierungsgruppe korreliert unterschiedliche Ordnungen der Störungstheorie, und das kann man dergestalt nutzen, dass wir eben aus niedrigeren Ordnungen Informationen über die nächste Ordnung gewinnen können. Und die Information ist eben so, dass die nächste Ordnung bekommen wird als Produkt von niedrigeren Ordnungen multipliziert mit Beta- und Gamma-Funktionen, die ja von Ein-Loop- oder Zwei-Loop-Ordnung sind. Und das heißt jetzt natürlich, wir wissen eigentlich mehr. Wir wissen mehr, als dass es ein Polynom ist, sondern wir sehen ja ganz genau die Gleichung. Die Gleichung liefert uns sogar die Koeffizienten des Polynoms. Die Ableitung ist jetzt ganz genau gegeben durch diese Terme hier. Das muss man nur auswerten. Und dann würde man bekommen, diesen Koeffizient hier als Funktion der niedrigeren Koeffizienten und Koeffizienten in den Beta- und Gamma-Funktionen. Und das können wir uns mal anschauen an einem Beispiel. Die allgemeine Formel ist dann ein bisschen umständlich, aber an Beispielen können wir es uns mal veranschaulichen. Also wir kriegen sogar Rekursionsformeln. Nehmen wir mal zum Beispiel die Terme proportional zu ln μ hoch l minus 1 in der Gleichung. Wenn wir die Terme mit L minus 1 Potenzen von Logarithmen herauspicken wollen aus dieser Gleichung, dann bekommen wir hier in der Summe Folgendes. Die Summe ist ja eine Summe über alle niedrigeren Ordnungen. Jede niedrigere Ordnung ist ein Polynom in ln μ vom Grad L'. Und L' geht von 0 bis L minus 1. Jetzt wollen wir die höchstmöglichen Koeffizienten haben oder die höchstmögliche Potenz von ln μ. Was überhaupt hier vorkommt, ist ln μ hoch l minus 1. Wo kommt dieses ln μ hoch l minus 1 vor in dieser Summe? Es kommt nur vor in einem einzigen Summand, nämlich in dem Summand, wo das l' gleich l minus 1 ist. Jeder andere Summand enthält weniger Potenzen von ln μ als das. Das heißt, hier in der Summe trägt jetzt nur bei, nur L' gleich L minus 1 trägt bei. Dann wissen wir, dass wir hier einen Term haben, der Form g hoch n mal t. Also wir haben dann einen Term g hoch n mal t L minus 1 mal g hoch L minus 1. Das ist der Term. Und insgesamt soll ja die Gleichung nur Terme der Ordnung g hoch n plus l enthalten. Jetzt haben wir hier schon in der Green-Funktion den Term mit g hoch n plus l minus 1 herausgepickt. Damit wir insgesamt auf diese Potenz von Kopplungen kommen, brauchen wir aus den Beta- und Gamma-Funktionen genau eine einzige Potenz von g. Das heißt, wir brauchen nur die Einloop-Beta-Funktion und die Einloop-Gamma-Funktion. So,
Das heißt, wenn wir das jetzt alles aufschreiben, dann können wir jetzt konkret diese Gleichung nochmal runterbrechen. Nicht nur diese Ordnung in der Kopplung, sondern auch noch diese Ordnung im Logarithmus. Und dann sagt uns die Gleichung das, dass wir bekommen 0 auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite nehmen wir jetzt diesen Term des Logarithmus mit, leiten das nach ln μ ab, dann kriegen wir L mal diesem Logarithmus und das ist dann der Koeffizient TL, L, der L-Loop-Koeffizient von ln μ hoch L, abgeleitet nach ln μ, gibt L mal ln μ hoch L minus 1. Das wäre also der erste Term. Dann der zweite Term, da kriegen wir dann nur etwas von den Einloop-Anteilen, Beta 1, Beta 1 d nach dg von diesem Term. Und wenn wir jetzt diesen Term hier nur nehmen in der Summe, dann liefert uns die Ableitung nach g den Vorfaktor n mal l minus 1. Gibt also mal n plus l minus 1 und dann plus n mal der Gamma-Funktion und davon auch nur den Einloop-Term mitgenommen und dann multipliziert mit diesem Anteil und von diesem Anteil der Koeffizient von ln μ hoch l minus 1 gibt tl minus 1, l minus 1. Und dann haben wir eine Gleichung. Und diese Gleichung können wir auflösen, wenn wir es noch explizit wollen, nach diesem Koeffizient. So, also der führende Logarithmuskoeffizient, also der höchstmögliche Logarithmus auf L-Loop-Ordnung ist ln μ hoch l. Jetzt kriegen wir der ln μ hoch L-Koeffizient auf L-Loop-Niveau ist gleich der ln μ hoch 1, der führende Log-Koeffizient in einer Loop-Ordnung niedriger, multipliziert mit dem folgenden Bruch, nämlich minus dieser Zähler Beta 1 mal n plus l minus 1 plus n mal Gamma 1 dividiert durch l. Das ist die Formel, das ist die Rekursionsformel. Das heißt, wenn Sie Tree-Level haben, dann haben Sie das hier auf Tree-Level. Die Einloop-, Beta- und Gamma-Funktion haben Sie auch. Dann kriegen Sie aus der Rekursionsformel den ln-μ-Koeffizient auf Einloop. Und dann kriegen Sie daraus den ln-μ-Quadrat-Koeffizient auf Zwei-Loop. Dann kriegen Sie den ln-μ-hoch-3-Koeffizient auf Drei-Loop und so weiter. Immer durch Anwendung dieser Formel. Das heißt, Sie kriegen in allen Loop-Ordnungen immer den führenden Logarithmus-Koeffizient, die höchste Potenz von ln μ, kriegen Sie exakt. Und das Gleiche können Sie natürlich auch machen für die anderen Koeffizienten, die nicht führenden Logarithmen. Da sieht dann die Rekursionsformel halt noch ein bisschen komplizierter aus. Aber das führt uns insgesamt auf folgendes schöne Bild. Mal hier. Folgendes Bild. Zuerst mal, wir können führende ln μ Potenzen in allen Loop-Ordnungen vorhergesagt. So, und wenn wir das jetzt verallgemeinern, dann heißt es, wir haben folgendes Schema. Wir haben in so einer Rechnung, haben wir jetzt eine Green-Funktion, die wir berechnen wollen und die hat Tree-Level, Einloop, Zwei-Loop, Drei-Loop, Terme und auf Tree-Level gibt es nur den einen Koeffizient T0. Auf Einloop gibt es jetzt T1,0 und T1,1. Das wäre der Anteil ohne Log, das wäre der Log hoch 1-Term auf Einloop. Dann auf Zwei-Loop gibt es ein Zwei-Loop ohne Log. 2 Loop Log hoch 1, 2 Loop Log hoch 2 und auf 3 Loop gibt es dann 3 Loop ohne Log, 3 Loop Log hoch 1, 3 Loop Log hoch 2, 3 Loop Log hoch 3 und so weiter. Das ist die Struktur der Störungstheorie für beliebige Green-Funktionen oder Observablen. Und was uns das jetzt sagt hier, ist, dass wir, wenn wir den Tree-Level-Term kennen, den hier, dann können wir den führenden Log auf Einloop vorhersagen, indem wir nur die Einloop-Beta- und Gamma-Funktion benutzen. Einloop-Beta- und Gamma-Funktion liefert uns den führenden Log auf Einloop.
Es liefert uns auch den führenden Log auf 2-Log und den führenden Log auf 3-Log und so weiter. In allen Ordnungen kriegen wir die führenden Logs, indem wir nur die Einloop-Renormierungsgruppengleichung benutzen. Und ohne dass wir es hergeleitet haben, ist es klar, wie es weitergeht. Wenn Sie nämlich das hier ausrechnen wollen, das geht auch. Und dann brauchen Sie eben hier aus dem Tree-Level-Ergebnis, kriegen Sie mit der 2-Loop-Beta-Funktion und Gamma-Funktion, kriegen Sie dann diesen nicht führenden oder next führenden Log auf 2-Loop-Niveau. Aber um den korrekt zu bestimmen, brauchen Sie auch das hier, nämlich den Einloop-Term und dann die Einloop-Beta- und Gamma-Funktion. Die liefern beide Beiträge zu diesem next führenden Logarithmus. Das heißt, um den vorherzusagen, brauchen Sie eine Tree-Level-Rechnung und eine Einloop-Rechnung ohne Log und die Einloop- und Zweiloop-Beta-Funktion, dann können Sie den Zweiloop-Log vorhersagen. Und genauso können Sie dann hiermit auch entsprechend diesen nicht führenden Logarithmus vorhersagen, wenn Sie diese Zweiloop-Beta-Funktion haben. Und um das vorherzusagen, bräuchten Sie halt die Dreiloop-Beta-Funktion und die Dreiloop-Gamma-Funktion und so weiter. Das heißt, Sie können alle Logarithmen aus der Renormierungsgruppe vorhersagen. Das Einzige, was Sie nicht aus der Renormierungsgruppe vorhersagen können, sind diese Terme hier ganz links, ohne Logarithmen. Die sind nur durch eine explizite Loop-Rechnung zu erhalten. Aber alles andere können Sie durch niedrigere Ordnungen und Renormierungsgruppe sich verschaffen. Das ist also der Nutzen der Renormierungsgruppe. Also sagen wir so, lediglich die nicht logarithmischen Terme benötigen eine explizite Loop-Rechnung. Und alle Logarithmen sind eben irgendwie vorhersagbar. Aber natürlich, die führenden sind einfach und die nicht führenden, die sind dann sukzessive immer schwieriger vorherzusagen. Sie brauchen immer mehr Größen, um die vorhersagen zu können. Und da haben Sie jetzt eine passende Übungsaufgabe dazu. Und die würde ich gerade noch mal hier kommentieren. Wie man sich das dann in der Praxis tatsächlich zunutze macht. Das eine Aufgabenstellung ist eben, Sie wollen irgendeine physikalisch interessante Größe berechnen, Prozess oder eine andere Observable, die charakterisiert ist durch irgendeine bestimmte Energieskala. Und bei der Rechnung wissen Sie dann, dass automatisch solche Logarithmen auftauchen werden und die sind numerisch groß. Und um die in den Griff zu bekommen, wollen Sie die also resumieren, wie man das nennt. Das heißt, Sie wollen alle solche Logarithmen erfassen. Und das Anwendungsbeispiel, was Sie in der Übungsaufgabe haben, ist, dass man die Higgs-Boson-Masse ausrechnen will in supersymmetrischen Theorien. Supersymmetrische Theorien sind Theorien, die die Higgs-Masse nicht als freien Parameter enthalten, sondern die kann man darin ausrechnen. Und das Rechenergebnis kann man dann mit dem Experiment vergleichen und dann die supersymmetrische Theorie halt testen. Und im Standardmodell dagegen ist die Higgs-Masse ein freier Parameter, erlaubt also nicht einen Test der Standardmodelltheorie. Und wie man dann diese Higgs-Masse ausrechnet, ist kompliziert oder strukturell so, wie wir es kennen, dass man nämlich die Polmasse oder Pol von einem Propagator ausrechnen muss, wie üblich. Aber bei dieser Rechnung tauchen eben genau solche Logarithmen auf. Das heißt, die Rechnung, um die genau genug zu machen, um mit dem Experiment vergleichen zu können, muss man diese Logarithmen eben in Betracht ziehen. Und das ist die Aufgabe und das will ich mal kurz hier illustrieren. Das heißt, wenn wir das mal anwenden, wäre also die Renormierungsgruppe ein Werkzeug, um solche großen Logarithmen zu identifizieren.
und zu erfassen oder, wie man das dann einfach als Jargon nennt, resümieren. Das Wort ergibt nicht unbedingt einen Sinn, aber man erfasst halt alle Logarithmen in allen Ordnungen. Okay, das heißt, in der Supersymmetrie ist es so, dass man bekommt, so in einem typischen Fall, hat man supersymmetrische Teilchenmassen, die sehr groß sind. M-SUSY ist also sehr groß. Zum Beispiel viel größer als die Masse des Higgs-Bosons oder des Top-Quarks oder so. Und die Supersymmetrie liefert dann als Vorhersage, dass der Standardmodellparameter, der für die Higgs-Masse relevant ist, Lambda. Lambda im Standardmodell renormiert im MS-Bar-Schema an der Renormierungsskala μ gleich M-SUSY. Das ist jetzt bekannt. Das ist die Vorhersage der Supersymmetrie im Wesentlichen, wenn man es runterbricht. Okay. Also nach langer Überlegung kommt dann einfach heraus, dass wir die Supersymmetrie vergessen können, bis auf das, dass im Standardmodell jetzt dieser Higgs-Massenparameter Lambda kein freier Parameter mehr ist, sondern der ist bestimmt durch irgendeine Gleichung, die aus der Supersymmetrie folgt. So, die Supersymmetrie würde dann sagen, dieses Lambda ist gleich irgendwas ganz Bestimmtes, was Sie ausrechnen können. Okay? Dann ist das also bekannt. Und danach, nachdem dieses bekannt ist, muss man nur noch im Standardmodell die Higgs-Boson-Masse ausrechnen. Und dann kriegt man die Vorhersage der Supersymmetrie für die Higgs-Masse. Und jetzt gibt es genau unser Problem. Nämlich, wir haben jetzt hier als Startpunkt eine Größe, die definiert ist im MS-Bar-Schema bei einer Renormierungsskala, die sehr groß ist. Und unsere Rechnung ist die normale Polmassenberechnung der Higgs-Masse. Was passiert da? Die liefert also M-Higgs, Polmasse gleich Pol von dem Higgs-Propagator und da treten dann halt Feynman-Diagramme auf, wie zum Beispiel sowas hier, Higgs. Und hier in diesen Schleifen passieren irgendwelche Standardmodellteilchen, zum Beispiel W-Boson, Z-Boson, Top-Quark oder auch das Higgs selber. Und wie dem auch sei, also alle diese Loops, die liefern nach unseren bekannten Ergebnissen B0, A0-Funktionen mit diesen Argumenten hier. Das heißt, die werden liefern Logarithmus von ln μ durch diese ganzen Massen der Standardmodellteilchen hier. Sagen wir mal m Electroweak oder m Standardmodell. Und dieses m Standardmodell ist halt viel kleiner als die Massen der supersymmetrischen Teilchen. Das heißt, die Supersymmetrie liefert uns eine Vorhersage, die dann bekannt ist im MS-Bar-Schema bei dieser hohen Skala. Und die Rechnung im MS-Bar-Schema liefert uns dann solche Logarithmen. Und wenn wir Mühe also auf diese hohe Skala setzen, dann kriegen wir in der Rechnung große Logarithmen. Logarithmus M-SUSY, ja, Logarithmus M-SUSY, Quadrat geteilt durch M Standardmodell zum Quadrat. Und das ist schlecht. Und dann konvergiert also unsere Störungstheorie sehr schlecht und wir haben ein ungenaues Ergebnis, außer wir schaffen es eben, diese Logarithmen zu resumieren, also in allen Ordnungen zu berechnen. Das heißt, wenn man jetzt die Struktur der Rechnung im MS-Bar-Schema bei μ gleich m-SUSY aufschreibt, dann sieht es eben so aus, dass wir eben wieder bekommen, hier Tree-Level, Null-Loop, dann kriegen wir ein Loop mal diesem ln hoch 1, dann zwei Loop mal ln hoch 1, zwei Loop mal ln hoch 2 und so weiter, 3 Loop bis hin zu 3 Loop mal diesem großen Logarithmus hoch 3. Und eine Möglichkeit, jetzt die Berechnung durchzuführen, wäre jetzt eine
Fixed-Order-Rechnung. Also eine strikte Einloop-Rechnung im MS-Bar-Schema mit der Renormierungsskala μ gleich m-SUSI. Okay. Das wäre die Standardrechnung. Das bedeutet, Sie haben aus der Vorhersage, wissen Sie jetzt, diese Kopplungskonstante des Standardmodells in diesem Renormierungsschema bei dieser Skala. Das heißt, Ihr Input-Parameter für die Rechnung ist bekannt. Und dann können Sie jetzt eine ganz normale Einloop-Rechnung machen. Und wenn Sie das machen, dann kriegen Sie eben diese Terme. Das ist das, was Sie dann bekommen. Sie kriegen also ein Tree-Level-Ergebnis und Sie kriegen das komplette Einloop-Ergebnis. Und das Einloop-Ergebnis enthält unter anderem insbesondere eine Potenz von diesem großen Logarithmus m-SUSI durch m-Higgs. Schön. Aber das reicht eben nicht, weil dann diese ganzen Terme hier fehlen. 2-Loop-Log-Quadrat, 3-Loop-Log-hoch-3, das fehlt alles und das ist eben numerisch extrem groß. Und deswegen ist diese Rechnung hier unbrauchbar. Und was man jetzt machen kann, ist das, was Sie eben dann in der Übungsaufgabe machen. Nämlich stattdessen gehen Sie in folgenden Schritten vor. Erstens, Sie nutzen die Renormierungsgruppengleichung, um aus diesem Lambda-Standardmodell im MS-Bar-Schema bei der hohen Renormierungsskala m-SUSI zu einem Lambda im MS-Bar-Schema bei einer niedrigen Renormierungsskala im Standardmodell zu überführen. Okay. Dann haben Sie durch das Integrieren der Renormierungsgruppengleichung, wie gerade gesagt, alle Logarithmen resumiert. Und wenn Sie die Beta-Funktion auf Einloop benutzen, so wie in der Übungsaufgabe, dann haben Sie eben alle diese führenden Logarithmen resumiert. Würden Sie die 2-Loop-Beta-Funktion benutzen, hätten Sie sogar diese nächstführenden Logarithmen resumiert. Und bei Ihnen also die führenden Logarithmen. Nachdem man das resumiert hat und die Skala geändert hat, kann ich jetzt eine Einloop-Rechnung machen. Oder sogar alternativ eine Tree-Level-Rechnung bei μ gleich m Standardmodell. In dieser Rechnung, wenn ich diese Rechnung jetzt mache, dann tauchen auch Logarithmen auf, aber das sind jetzt Logarithmen von μ geteilt durch Standardmodellteilchen und μ ist jetzt m Standardmodell, das heißt, diese Logarithmen sind alle gleich 0 oder jedenfalls sehr klein. Das heißt, hier tauchen dann keine weiteren großen Logarithmen mehr auf. Und wenn ich also andeute, was dann diese Rechnung hier mitnimmt, ist Folgendes. Wenn Sie nur Tree-Level rechnen und sonst nichts machen, dann und aber die Beta-Funktion benutzen, dann kriegen Sie alle diese Terme. Tree-Level, Ein-Loop-Log, 2-Loop-Log, 3-Loop-Log hoch 3 und so weiter, das kriegen Sie alles mit dieser Renormierungsgruppen plus Tree-Level-Rechnung. Und wenn Sie zusätzlich sogar noch eine Einloop-Rechnung machen würden, dann würden Sie sogar noch das hier bekommen. Zusätzlich Einloop plus Renormierungsgruppe. Okay. Das heißt, Sie haben die Rechnung signifikant verbessert, indem Sie in allen Ordnungen Störungstheorie diese führenden Logarithmen erfasst haben. Das heißt, diese Renormierungsgruppe erlaubt es Ihnen, die Störungstheorie ein bisschen umzusortieren. Anstatt dass Sie hier Einloop, Zweiloop, Dreiloop rechnen, horizontal, können Sie diese Diagonalen hier alle auf einen Schlag erfassen. Hier führende Logs, next führende Logs, next, next führende Logs und so weiter. Das ist eine Umordnung der Störungstheorie und je nach Anwendungsfall ist natürlich das eine oder andere besser, aber ziemlich häufig ist diese Verbesserung durch die Renormierungsgruppe sehr relevant, wie zum Beispiel hier im Falle der Higgs-Masse. Und was Sie ja dann bekommen, ist eben, diese Logarithmen können Sie alle ausrechnen und Sie kriegen sogar eine analytische Formel, die ein Einzeiler ist, der nicht nur bis zur Dreiloop-Ordnung, sondern bis unendlich alle Ordnungen erfasst. Und die können Sie dann entwickeln und dann haben Sie explizit die Einloop-, Zweiloop-, Dreiloop-Logarithmen auch dastehen als Gleichung.
Okay, das ist der Nutzen der Renormierungsgruppe. Okay, jetzt wo wir den Nutzen der Renormierungsgruppe verstanden haben, fragen Sie sich sicherlich, aber was sind denn nun mal konkrete Ergebnisse? Das haben wir bis jetzt ja noch nicht, aber auf dem Übungsblatt sehen Sie einige Beispielergebnisse abgedruckt. Aber jetzt gebe ich Ihnen hier auch mal einige Beispiele für den Verlauf dieser Trajektorien, die ja dann das Verhalten für unterschiedliche Energien bestimmen. Wir wissen, wir betrachten mal nur ein Loop, dass die Beta-Funktion da die Form hat, irgendein Beta-Koeffizient mal g Quadrat oder ein Beta-Koeffizient mal g hoch 3. Hier in der 4 hoch 4 Theorie haben wir nur g Quadrat. In der QED und QCD, da haben wir g hoch 3. Das sind die Beta-Funktionen. Und wenn wir uns jetzt mal auf die QED und QCD beschränken, dann können wir das dann über einen Kamm scheren und mal diese Renormierungsgruppengleichung lösen. Das heißt, wir haben dann dG von μ nach dLn μ ist gleich dieser Beta-Koeffizient Beta 1 mal g hoch 3 von μ. Und das ist eine Differentialgleichung. Und diese Differentialgleichung wollen wir mal lösen, um dieses g von μ als Funktion zu erhalten. Naja, was muss man machen, um das zu lösen? Das ist eine Differentialgleichung, die Sie durch Trennung der Veränderlichen lösen können. Das heißt, Sie können alle g's auf eine Seite bringen. Dann kriegen wir hier dg geteilt durch g hoch 3 auf der linken Seite und auf der rechten Seite Beta 1 mal d ln μ. Und dann können wir es einfach integrieren. Wenn wir es also jetzt integrieren zwischen μ0 und μ, was erhalten wir dann? Dann erhalten wir auf der rechten Seite auf jeden Fall mal ln μ integriert über ln μ, gibt dann ln μ minus ln μ0 oder Beta 1 mal ln μ geteilt durch μ0. Dann haben wir das zwischen μ0 und μ integriert. Und auf der linken Seite brauchen wir halt die Stammfunktion von 1 durch g hoch 3. Das ist minus 1 durch g Quadrat, vielmehr minus 1 durch 2 g Quadrat. Das ist die Stammfunktion. Und dann setzen wir die Grenzen ein, also minus 1 durch 2 g Quadrat von μ plus 1 durch 2 g Quadrat von μ0. Und dann haben wir schon die Lösung dieser Renormierungsgruppengleichung für die laufende Kopplung und können also die Kopplung bei einem μ bestimmen durch diesen Randwert, den Sie genannt haben, und eine Funktion von μ, und das ist hier einfach ein Logarithmus. Wunderschön. Und mit dieser Gleichung können wir mal arbeiten. Vielleicht können wir noch 5 Minuten machen, weil wir haben ja durch SD-Kartenprobleme später angefangen. Also wenn wir mal einfach den Verlauf aufzeichnen in der QED und daneben setzen wir den Verlauf in der QCD. So, wie sieht es dann aus? Dann wissen wir, in der QED ist die Beta-Funktion positiv. Das ist der entscheidende Punkt. Und in der QCD ist die Beta-Funktion negativ. Das ist alles, was wir jetzt wissen müssen. Und dann, wie sieht dann die Lösung aus? Da können wir hier erstmal schauen, dass wir einfach auch zu plotten
die Größe 1 durch g². Plotten wir also die Größe 1 durch g² als Funktion von ln μ. Warum nicht? Das enthält ja alle Informationen. So, und dann sagt uns hier die Renormierungsgruppengleichung oder die Lösung davon, wenn wir irgendeinen Stadtwert haben, dann ist minus 1 durch 2 g² von μ ist gleich die Beta-Funktion mal ln μ. Das heißt, als Funktion von ln μ ist das 1 durch g² eine lineare Funktion, und zwar eine fallende lineare Funktion. Das heißt, das sieht so aus. Das ist eine fallende lineare Funktion. Und was der Startwert hier ist, hängt ab von diesem Startwert, eine Randbedingung g von μ0. Aber die Steigung ist eindeutig bestimmt, die ist nämlich diese Beta-Funktion, der Koeffizient Beta 1 hier. So, und dann sehen wir hier, hier gibt es Punkte, wo 1 durch g² gleich 0 wird, unweigerlich, weil 1 durch g² fällt linear, also hat es irgendwo einen Nulldurchgang. Nennen wir den mal hier Lambda 1, Lambda 2 oder hier Lambda 3, das wäre so ein Nulldurchgang. Dann schauen wir uns das Gleiche an in der QCD, 1 durch g² und ln μ. Da ist natürlich auch 1 durch g² linear, aber es steigt an. Das heißt, das sieht so aus. Je nach Stadtwert unterschiedliche Achsenabschnitte, aber die Steigung ist universell durch die QCD-Beta-Funktion vorgegeben. Also sieht es so aus. Und da haben wir hier jetzt auch Nulldurchgänge. 1 durch g² wird 0. Und da passiert dann was. So, jetzt können wir das mal grafisch umformen in das entscheidende Bild, nämlich die Kopplung g als Funktion von ln μ. Da können wir halt grafisch invertieren. Ja, okay, also wenn wir das hier invertieren, dann gibt es so eine Hyperbel und die hat hier eine Polstelle. Hier, dann sieht das so aus. So, das wäre jetzt die Kopplung, die zu dieser Trajektorie dazugehört. Das heißt, die Kopplung steigt an und bei einem endlichen Lambda 1 divergiert die Kopplung. Hier entsprechend dann gibt es hier eine Divergenz und hier gibt es dann auch eine Divergenz bei diesen unterschiedlichen Werten von diesen Lambdas, je nachdem. Und in der QCD, da sieht es umgekehrt aus, da ist also die Kopplung g, haben wir so eine Hyperbel, so hier irgendwie so etwas, und dann haben wir hier einen so einen Pol für diese Trajektorie und hier einen anderen Pol für diese Trajektorie. Und hier im Unendlichen geht die Kopplung gegen 0, denn 1 durch g² geht linear gegen unendlich, also geht die Kopplung g selber gegen 0 natürlich. Das ist der Verlauf. Das heißt, wir haben hier einen Pol, Lambda, bei kleinem μ. Und hier haben wir einen Pol, Lambda, bei großem μ. Ja, das ist der Verlauf. Und andeutungsweise ist dann eben klar, dass die QCD dieses Phänomen der asymptotischen Freiheit zeigt. Die Kopplung wird schwach bei großen Energien und das sehen wir hier. Und wir sehen sogar genau, wie sie schwach wird, nämlich mit 1 durch ln μ im Wesentlichen. Geht also logarithmisch gegen 0. Und in der QED dagegen wird für große Energien die Kopplung immer größer und bei einer bestimmten Energie explodiert die Kopplung und divergiert tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber wir könnten jetzt diese Energieskala mal ausrechnen, wo in der echten QED diese Kopplung unendlich groß wird. Ich denke, das wäre ein lustiger Abschluss. Dauert vielleicht eine Minute. Also machen wir das noch und dann den Rest zur QCD können wir dann das nächste Mal noch ausführlicher diskutieren. Also machen wir nur mal kurz in der QED diesen sogenannten Landau-Pol. Und da können wir mal konkret einsetzen. Dieser Landau-Pol Lambda ist eben so definiert, dass 1 durch, sagen wir mal,
Lambda ist jetzt gleich unser μ0. Okay. Und μ, sagen wir mal, ist gleich mz. Okay, wenn wir das mal konkret einsetzen in unsere Gleichung, dann kriegen wir nämlich minus 1 durch 2 e Quadrat oder in der QED dann e Quadrat von mz plus 0, weil bei dem Landau-Pol die Kopplung ja divergiert, also 1 durch e Quadrat 0 ist, ist gleich Beta 1 der QED mal ln von mz geteilt durch diesen Landau-Pol Lambda. So, das ist die Gleichung. Und dann können wir das jetzt mal auflösen. Wir wissen, bekannt ist dieses e Quadrat von mz geteilt durch 4pi. Das wäre das sogenannte Alpha elektromagnetisch als effektive Kopplung bei der Energieskala mz. Das ist gemessen. Das ist ungefähr 1 durch 128. Das ist die QED laufende Kopplung bei der Energieskala mz. Das ist bekannt. Und das können wir jetzt einsetzen. Das heißt, wenn wir hier den Landau-Pol bestimmen wollen, dann heißt es hier 1 durch 2 e Quadrat an mz ist gleich die Beta-Funktion mal diesem Logarithmus. Das heißt also, der Logarithmus mz geteilt durch Lambda, nach dem können wir jetzt auflösen, der ist gleich minus 1 durch 2 mal e Quadrat von mz mal dieser Beta-1-Funktion. Und die Beta-1-Funktion, was war das nochmal? Minus 1 durch 2 mal e Quadrat. Die Beta-1-Funktion ist 1 durch 12 Pi Quadrat. Das ist auch bekannt. Also haben wir jetzt hier minus 1 durch e Quadrat dividiert durch 6 Pi Quadrat. Und was wir wissen ist e Quadrat durch 4 Pi. Jetzt brauchen wir hier e Quadrat durch 6 Pi Quadrat. 6 Pi Quadrat im Vergleich zu 4 Pi. 4 Pi ist ungefähr 12. 6 Pi Quadrat ist ungefähr 5-mal so viel. Also kriegen wir hier ungefähr 5-mal das. Sowas ungefähr. Ungefähr gleich minus 1 durch 5 mal 128 oder sagen wir ungefähr gleich minus 1 durch 500. Da stehen ja jetzt im Halb und dann die e Quadrat wieder in 10er und dann der Rest in der Ja. Genau. Ja, so ganz grob kriegen wir dann halt minus 1 durch 500. Das heißt, dieser Logarithmus ist minus 1 durch 500 und wenn ich mal hier weiterschreibe, dann heißt es also, unser Lambda ist ungefähr gleich die Masse des Z-Bosons mal e hoch 500. Und e hoch 500, ich weiß nicht, in 10er Potenzen ist es vielleicht mz mal 10 hoch, keine Ahnung, 200 oder so. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Zahl, die astronomisch groß ist, das heißt, diese Energieskala, bei der die QED-Kopplungskonstante divergiert, in der realen QED, ist unerreichbar groß. Die ist wahrscheinlich größer als die Gesamtenergie des Universums. Das ist also unerreichbar. Das heißt, dass dieser Landau-Pol der QED ist in gewisser Weise ein akademisches Problem, phänomenologisch nicht erreichbar, aber es ist trotzdem interessant, dass prinzipiell in der QED dieser Pol existiert, dass also bei einer sehr hohen Energieskala die Störungstheorie der QED zusammenbricht, weil die Kopplungskonstante groß wird. Das heißt, in diesem Energiebereich ist es auf jeden Fall unsinnig und falsch, irreführend die Störungstheorie für irgendwelche Vorhersagen zu nutzen. Aber bei niedrigen Energien bis hin zur Planck-Skala oder bis hin zu alltäglichen Energien ist die QED und die Störungstheorie vollgerechtfertigt. Okay, damit wollen wir es gut sein lassen. Das nächste Mal machen wir dann analoge Überlegungen zur QCD und dann kommen noch ein paar weitere interessante Anwendungen der Renormierungsgruppe. Bis dann.